Sony Computer Entertainment Europe presents a game by Naughty Dog. Jack 2 Renegade. Aber hey, hallo erstmal und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, Folks. Es ist wahrscheinlich neben The Last of Us der am meist kritisierteste Naughty Dog-Titel, der je erschienen ist. Und selbst damals auf der PlayStation 2 schockte dieser Titel seine Fans, weil er das komplette Gegenteil von Jack & Dexter 1 ist. Jack 2, von mir lange geplant, aber auch von euch schon lange auf diesem Kanal erwartet. Ja, entweder man liebt dieses Spiel oder man hasst es. Es hat auf jeden Fall einige berüchtigte Stellen, denn das Spiel ist auch nicht ganz ohne vom Schwierigkeitsgrad. Dazu später mehr. Aber dennoch ein klasse Spiel. Auf jeden Fall waren Fans, die den ersten Teil gespielt hatten, damals sehr überrascht, wie sehr sich das Spiel geändert hat im Vergleich zum Vorgänger. Schon alleine, weil man Dexter aus dem Titel wegfallen ließ, ne? Das ändert doch schon so einiges. Das ist übrigens auch der erste Titel, in dem Jack sprechen kann. Und zudem ist er jetzt hier viel erwachsener und ballert ein bisschen durch die Gegend herum. Und ja, hatte noch so ein anderes kleines Wutproblem. Das werden wir dann auch noch herausfinden gleich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich mich in diesen Titel hier schlagen werde. Ich denke mal, alle, die das gespielt haben, wissen, auf was ich mich hier einlasse. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß in diesem Let's Play. Wenn ja, dann begleitet mich halt. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Intro, das da so ein bisschen das Ende vom ersten Teil erzählt, wenn man nämlich alle Energiezellen eingesammelt hat. Und ja, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Machen wir hier diesen. Und los geht's! In jedem Zeitalter gibt es eine Zeit der Prüfungen. Die Felsen besiegten das Feuer und wurden zum harten Stein unter unseren Füßen. Die Pflanzen widerstanden den Winden und schenkten uns Nahrung. In all den Jahren meines Lebens habe ich nur eine solche Prüfung erlebt. Doch der Held, der sie bestand, ging in die Geschichte ein. Heute ist der große Tag, Jack. Ich hoffe, du bist bereit. Und auf alles gefasst. Ich glaube, die Maschine steht irgendwie mit diesem großen Precursor-Ring in Verbindung. Ich hoffe bloß, wir haben sie auf dem Weg ins Labor nicht kaputt gemacht. Du hast leicht reden. Wir haben das schwere Ding geschleppt. Dexter, fass nichts an. Auch wenn die Precursor schon vor langer Zeit verschwanden, können doch ihre Artefakte immer noch großen Schaden anrichten. Oder Gutes tun, wenn man rausfindet, wie sie funktionieren. Ich kenne mich da ein wenig aus und weiß, dass du sie zum Laufen bringen kannst. Wie es scheint, hat's Jack immer noch drauf. Interessant. Sie gibt vermutlich voreingestellte Koordinaten aus. Seht euch das an! Endlich! Das letzte Spalttor ist geöffnet! Was sind das für Dinger? So ist das also passiert. Ich werde dich finden, überall! Tu doch was, Jack! Wozu ist der Knopf gut? Oder der? Los, Leute, drückt auf die Knöpfe! Was war das bloß? Alle Mann festhalten! Ich will hier raus! Finde dich selbst, das letzte Mal, dass ich... Ich fasse nie wieder irgendeinen Precursor-Mist an! Wo ist der? Ergreift ihn! Geh
sie weg von dem Tier! Vergesst die Ratte. Der Baron will ihn. Wir haben auf dich gewartet. Keine Angst, Jack. Ich rette dich in 0,0. Dunkles Echo-Injektionszyklus abgeschlossen. Bio-Werte niedrig und unverändert. Wieder nichts. Mir wurde gesagt, dieser hier wäre anders. Er ist überraschend immun gegen eure Experimente, Baron Praxis. Ich fürchte, das dunkle Kriegerprogramm hat versagt. Ich habe dich so mit dunklem Echo vollgepumpt, dass du tot sein müsstest. Was jetzt? Die Metallschädel greifen verstärkt an. Ohne neue Waffe können meine Männer sie nicht mehr lange zurückhalten. Ich werde nicht der Mann sein, der gegen diese abscheulichen Kreaturen verloren hat. Macht mit dem Endplan weiter und erledigt dieses Ding noch heute Abend. Wie ihr wünscht. Ich komme später wieder. Ding, ding, dritter Stock, Captain, Kakerlaken, Folterinstrumente. Hey, Kumpel, hast du hier irgendwelche Helden gesehen? Wow, was haben sie mit dir angestellt? Jack, ich bin's, Dexter. Na, das ist ja ein tolles Hallo. Ich habe hier meinen Schwanz riskiert, um dich zu retten. Buchstäblich. Verdammt nochmal, ich habe 2 Jahre lang nach dir gesucht. Sag doch was. Nur ein Wort! Ich werde Praxis umbringen! Er hat Stimmbänder! Jetzt müssen wir dich erstmal hier rausschaffen! Lass mich nur mal überlegen, wie wir diese blöden Sicherheitsschlösser aufkriegen, damit... Oder du könntest das tun! Jack? Ruhig! Ruhig, Kumpel! Ich bin's dein alter Freund Dexter, weißt du nicht mehr? Dexter? Was zum Teufel war das? Hoffentlich bist du nie sauer auf mich! Los, großer, dunkler, furchtbarer. Wir müssen hier raus. Ich hab dir ein paar Klamotten mitgebracht. Zieh sie an. Okay, das war schon mal das Intro. Eine ganz schön heftig aufgewühlte Story, ne? Und Jack spricht zum ersten Mal in diesem Teil. Wer hätte es gedacht? Hat bestimmt noch keiner gewusst jetzt. Ja, nochmal zur Chronologie der Spielreihe. Nach Jack und Dexter 1 folgte erstmal von der Story her das PSP-Spiel Dexter. Das habe ich ja auch geletsplayt und wenn ihr da nochmal erfahren wollt, was Dexter so in der Zeit, innerhalb der 2 Jahre, wo Jack jetzt hier Gefangener war, erlebt hat, dann könnt ihr das gerne nochmal nachschauen. Ich werde jetzt erstmal ins Menü gehen. Wir befinden uns, wie gesagt, halt immer noch im Gefängnis und deswegen muss ich erstmal die Kamera umändern. Jetzt muss ich erstmal gucken, weil die Kamera... falsch rum im Gefängnis geht gar nicht. So, das sollte gehen. Gut, und dann schauen wir uns mal um. Wir müssen ja auf jeden Fall jetzt erstmal ausbrechen. Um Jacks Haare abzuschneiden oder so. Und sie zu waschen. Weißt du noch, wie man springt? Ich werde jetzt hier erstmal nicht viel reden, weil im Prinzip das Dexter für uns macht. Das ist sozusagen erstmal hier das Tutorial. Aber sind jetzt viel wert. Vielleicht finden wir hier welche oder bekommen sie für schwierige Aufgaben. Damit können wir Sachen kaufen. Genau, das ist der Punkt, weswegen ich hier ein bisschen mich umschaue, weil hier gibt es seltene Precursor Orbs. Jetzt sag nicht, du kannst nicht mehr rollen. Alarm, Gefängnisausbruch. Alarm, Alarm, Gefängnisausbruch. Lasst alle Türen offen, damit der Gefangene fliehen kann. Okay, aber jetzt könnt ihr auch den Alarm wieder ausschalten, weil es dröhnt ein bisschen in den Ohren, wie wenn man früh morgens aufstehen muss. Und das mag nicht so. Naja, hüpfen wir hier hinauf und gehen erstmal weiter. Oh, ist der Vorsprung hoch. Um darauf zu kommen, musst du einmal springen und dann in der Luft nochmal. Oh, physikalische Meisterleistung hier. Da liegen jede Menge Kisten der Crimson Garde einfach so rum. Zerbrich mal die da. Ja, die liegen einfach so rum. Hat keiner mit einer Absicht dahingestellt. Sie befinden sich in einer Sperrzone. Diese Zone ist in Alarmbereitschaft. Ach, sag bloß. Darum läuft ja auch hier die ganze Zeit der Alarm, weil alles in Alarmbereitschaft ist. Dann kommst du höher. Nur so kommst du auf diesen Vorsprung, Jack.
Okay. Gardisten Jack, ein Fall für dich. Ein Fall für Sherlock Holmes. Sherlock. Suche beginnt. So. Und mal gab es auch hier einen Precursor Orb. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Ich bin Precursor Orbs, geil. Okay, das habt ihr jetzt nicht gesehen. So. Dann hier die nächsten Kisten. Da war ein Gesundheitsbonus drin. Heb ihn auf. Du musst schließlich gesund bleiben, Jack. Wer soll denn sonst kämpfen? Tja. Warte mal. Nein, lass mal los. Nee, hier ist nichts. Okay. Ja, und wie ihr seht, ist der Jack böse im zweiten Teil. Das wird uns noch so einige Situationen bescheren, wo wir das sehen werden und ja, müssen das erstmal aufklären, was es damit auf sich hat. In die Zange nehmen, nein danke. Wir nehmen lieber hier die Schraube, den Bohrer für euch. Na gut, hier weiß ich aber... Genau, hier ist ein Precursor Orb, den hatte ich wirklich noch in Erinnerung. Man kommt jetzt zwar später nochmal zurück, aber ich kann euch wirklich empfehlen, diese gleich einzusammeln. Aber das werdet ihr sowieso automatisch machen, wenn ihr mitbekommt, wie selten sie wirklich im zweiten Teil sind. Ne? Da sucht ihr automatisch nach diesen Eierchen. Gut. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an der Steuerung gewöhnen. Oh! Ja, hier war der Abgrund. Zack. Oh nein, wir werden beschossen. Das gibt's ja gar nicht. Keine Sorge. Der zweite Teil ist natürlich auch so gemacht, dass wir selber ein bisschen rumballern dürfen. So, jetzt hier runter. Wenn du abtauchst, krachst du mit genug Wucht runter, um Dinge zu zerschmettern. Das macht vielleicht Spaß. Yeah. Besonders, wenn man sich den Kopf einschlägt. Das macht besonders viel Spaß. Was? Hallo? Was habt ihr hier für Themen? Ja. Okay, wir sind gleich draußen. Gut, hier haben wir noch ein bisschen... Und hier ist wirklich die... Sieht man zum ersten Mal diese Wassereffekte. Und die fand ich damals wirklich, wo das Spiel erschienen ist, beeindruckend. Aber dazu kommen wir noch später, wenn wir da schöne Orte haben als diese... dreckigen Gewässer hier. So, jetzt sind wir gleich draußen und dann sehen wir erstmal, in welcher schicken Stadt wir sind. Ja, so schick ist sie nun auch nicht. Also, im Spiel meine ich jetzt. Jack, dank mir. Wir können wieder frische Luft atmen. Den Baron Praxis Kerl erwischen wir schon noch. Frische Luft, Gestank von den Autos und Abwässern. So, da haben wir unseren ersten Typen hier, auf den wir treffen. Seid gegrüßt, Fremde, ich bin Cole. Wie kann ich euch weiterhelfen? Du scheinst doch ein halbwegs kluger Mann zu sein. Ich brauche Informationen. Wo zum Teufel bin ich? Sorry, er hat das mit dem Höflichkeitsding noch nicht so drauf. Nun, mein zorniger junger Freund, du bist ehrenwerter Gast seiner Majestät Baron Praxis, dem Herrscher des schönen Haven City. Ich war gerade Gast im Gefängnis des Barons. Ob eine Zelle oder eine Stadt... Wir sind beide eingeschlossen von Wänden. Er hält uns alle als Gefangene. Wenn man vom Teufel spricht, macht euch aus dem Staub, beeilt euch! Auf Befehl seiner Eminenz, des großen Beschützers von Haven City, Baron Praxis, steht hiermit jeder in diesem Bezirk unter Arrest wegen des Verdachtes, Untergrundflüchtlinge zu beherbergen. Ergebt euch und sterbt! Entschuldigung. Heißt das nicht, ergibt euch oder sterbt? Nicht in dieser Stadt. Beschützt uns vor diesen Wächtern, dann bringe ich euch zu jemandem, der euch helfen kann. Los, los. Okay, dann geben wir es ihnen mal, was sie verdient haben. Und hey, hier der erste Einsatz des dunklen Jacks. Der da so, ja, Zeit zum Ausrasten, ne? Ein bisschen bösartig wirkt, aber nur ein bisschen. Das Spiel ist nicht brutal. Das
Das war cool. Mach's nochmal. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Der Kerl hat mich... Ich kann's nicht kontrollieren. Beeindruckend. Bist du okay, Jack? Das war sehr tapfer von euch. Dieses Kind ist sehr wichtig. Das hier? Sieht irgendwie gammelig aus. Sie befinden sich in einer Sperrzone. Bitte weitergehen. Nochmals Dank. Aber ich muss den Jungen in Sicherheit bringen. Hey, was ist mit uns? Es tobt ein Untergrundkrieg gegen Baron Praxis. Der Anführer des Untergrunds, der Schatten, könnte Kämpfer wie euch brauchen. Geht zu den Slums und sucht die Sackgasse an der Stadtmauer. Fragt nach Thorn. Er kann euch helfen. Okay, ihr seht, wie aufgewühlt hier die City ist. Und das eigentliche Gefängnis ist die Stadt eigentlich selber. Wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Stadtkarte wird unten rechts angezeigt. Folgen Bis Sie dann. Den Symbolen auf der Karte zu wichtigen Zielen. Ruhe! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ein Like und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Es gehen auch Kontokarten. Aber PIN nicht vergessen.